Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Einzelfolge, wo es darum geht, du bist nie fertig mit deinem Business. Und vielleicht kennst du das, dass du manchmal so dieses Gefühl hast, du willst irgendwie ankommen, du willst irgendwie fertig sein und dann gibt es auch Momente in deinem Business, wo du total glücklich und zufrieden bist und die Ergebnisse laufen und es ist wundervoll. Und wie schön wäre es, wenn das so immer weiterlaufen würde. Und dann kommt irgendwie nächste Herausforderung, nächster Schritt und du merkst, du bist immer noch nicht fertig. Also ich kann dir sagen, dass ich wirklich früher dachte und ich habe das auch angestrebt, dass es einen Punkt in meinem Business gibt, auch in meinem Leben, wo ich mich zurücklehnen kann, entspannt, mit viel Geld und alles läuft und ich muss nichts tun und es ist irgendwie cool. Ich bin fertig. Ich habe keine Themen mehr irgendwie. Es gibt nichts mehr zu bewältigen. Es gibt keine Herausforderungen. Es gibt nicht irgendwelche Prozesse. Ich dachte, dass es irgendwann mal so weit ist. Und vor allem dachte ich früher, dass wenn ich mal so und so viel Geld verdiene, ja, du kannst dir irgendeine Zahl von dir reinnehmen, vielleicht kennst du das von dir auch, dass wenn ich so viel Geld verdiene und ich mir gar keine Gedanken, dann mache ich mir gar keine Gedanken mehr über Geld, dann muss ich nicht irgendwie irgendwas machen, dann bin ich total frei und dann geht es mir immer gut. Und jetzt habe ich in den letzten paar Jahren ein Business aufgebaut, in dem ich so viel Geld verdiene, wie ich früher mir noch nicht mal erträumen lassen habe. Ich dachte tatsächlich nicht, dass ich mit einem Coaching-Business, wie ich es heute tue, siebenstellige Jahresumsätze fahren kann. Ich hätte niemals das für möglich gehalten. Und jetzt sage ich dir was und ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Und es ist sogar so, dass ich heute sage, nach der Erfahrung, die ich mache, unabhängig davon, wie viel Geld du in deinem Leben verdienst, gerade als Unternehmerin hast du wiederkehrend die Aufgabe, dein Business zu reflektieren und es auf dein Next Level zu heben. Nicht, weil du nicht dankbar bist für das, was ist, nicht, weil du nicht genug hast, sondern weil du dich veränderst, weil du ja letztendlich dein Business bist und du einfach immer wieder überprüfen darfst, ob du auf diesem Weg, auf dem du dich gerade befindest, ob dein Business das, was wie es gerade ist, wirklich das repräsentiert, was du, wer du bist, wie du sein willst, wie du wirken willst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das einfach immer wieder verändert. Es verändert sich und wir werden immer wieder eingeladen dazu, dadurch, weil im Außen vielleicht irgendwelche Dinge passieren, weil irgendwas vielleicht auch einbricht oder weil irgendein Produkt nicht so läuft, wie du es gerne möchtest. Oder weil du die, es muss ja nicht immer negativ sein, oder aber weil du Impulse bekommst, irgendwo reinzuspringen, selbst vielleicht nochmal Geld in dich zu investieren, Geld in dein Business zu investieren, mit neuen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Ja, also es gibt immer irgendwie Bewegung und diese Bewegung ist einfach auch wichtig. Aber um dein Business auf Next Level letztendlich zu heben, musst du wissen, wo du gerade stehst. Wo stehst du gerade mit deinem Business? Wo sind gerade deine Grenzen und wohin willst du? Und ich mache das immer und immer wieder und merke, wie wichtig das ist, weil ich tatsächlich das, was ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, heute ganz, ganz anders machen würde. Und das bedeutet dann auch, dass ich heute eine andere bin und auch vielleicht auch ein anderes Bild nach außen von mir geben möchte und vor allem auch immer wieder überprüfen möchte, bin ich noch für die Kunden, die ich vor einem Jahr war? Haben sich meine Traumkunden verändert? Ist das Angebot, was ich jetzt gerade anbiete, genau das, was ich immer noch super gerne mache? Oder langweile ich mich vielleicht auch schon irgendwie und irgendwie
ist da kein Wachstum. Also es ist immer so dieser Schritt oder ich weiß nicht, ob ich das Schritt nennen soll, aber so, es ist so ein Gap zwischen, was ist jetzt gerade, wie will ich es haben, entspricht das noch dem, wer ich bin, weil du dich natürlich immer veränderst, weil du einfach selbst auch wächst. Und ich mache das wirklich regelmäßig und ich merke, dass das an sich auch etwas ist, was den Menschen auch also nicht so leicht fällt, weil du natürlich auch durch dein Business dir eine Komfortzone aufbaust und in dieser Komfortzone fühlst du dich logischerweise auch wohl und wir natürlich ein Ego haben und unser Ego will, dass wir in dieser Komfortzone bleiben, uns immer wieder sozusagen sicher fühlen und sobald du aus dieser Komfortzone austrittst, gerade in einem Business, wo du vielleicht auch erfolgreich schon am Laufen hast oder vielleicht noch nicht erfolgreich am Laufen hast, aber auf jeden Fall ist das Business sozusagen da und du weißt, okay, da gibt es jetzt irgendwas zu tun, dann darfst du genau hinschauen. Und für mich gehört das vor allem eben dazu, wer sind meine Kunden und entsprechen sie meinen Traumkunden? Wenn ich mir meine Kunden anschaue, wer entspricht so, also mit wem arbeite ich super, super gerne und ich merke, dass es so richtig explodiert und der Wachstum ist richtig da und also ich arbeite zum Beispiel total gerne mit Menschen, die total auch reflektiert sind, die ehrgeizig sind, die Bock haben auf Umsetzung, die nicht nur reden und zuhören, sondern wirklich für sich losgehen. Also ich liebe Menschen, die committed sind, weil ich selbst auch total committed bin. Und dann ist es wirklich, wenn du dir deine Kunden anschaust oder welche Traumkunden du haben willst, bist du schon selbst die Person, die solche Traumkunden anzieht. Denn das ist, also ich bin im Premium-Bereich positioniert. Also das bedeutet, dass ich gehe jetzt nicht auf Masse, ich arbeite nicht mit jedem, sondern ich arbeite mit Menschen, die die Premium sind, sage ich mal. Also ich entwickle mich schnell, ich bilde mich viel und ich investiere sehr, sehr viel Geld in mich, weil ich gemerkt habe oder weil ich auch spüre, es ist immer noch so, dass wenn ich wirklich auch gut Geld in mich investiere, erstens ist der Output viel, viel größer und zweitens ist mein Commitment viel, viel höher, als wenn ich mir einen Online-Kurs für 100 Euro kaufe. Und wenn du Premium bist, wenn du in dem Premium-Bereich dich positionierst, dann ist meine Erfahrung, dass wir nicht dann die Traumkunden gewinnen, ja, dass wir nicht irgendwie sie auf die Jagd gehen, sondern vor allem geht es darum, ob du die Person bist, bei der Premium-Kunden kaufen, also deine Traumkunden kaufen. Und es geht eben nicht um kurzfristige Kundengewinnung aus meiner Sicht, sondern es geht um langfristige, kontinuierliche und nachhaltige Anziehung von Premium-Kunden. Und das kann sein, dass wenn du neue Menschen in dein Feld ziehst, dass die vielleicht nicht sofort zu deinen Kunden werden, aber du hast so viel, es ist so viel da, was sie von dir auch so sehen können, ob das in Form von kostenlosen Stories ist oder Posts oder vielleicht Lives, die du gemacht hast oder vielleicht hast du einen Podcast oder warst du im Podcast bei anderen, also wo sie schon einfach sich mit dir auseinandersetzen können, mit deinen dich spüren können, weil ich schon auch die Erfahrung mache, dass es gibt sehr, sehr viele, die sofort springen, die, wenn sie mich spüren, wenn sie mich sehen, dass sie sofort in meinen Raum kommen wollen. Aber es gibt auch Menschen, die sich das erstmal ein bisschen anschauen, ja. Und dadurch, dass bei mir es immer sehr viel Content gibt, was sie sich anschauen können, ist es natürlich sehr, sehr leicht, mehr über mich zu erfahren und bevor die Menschen praktisch in meinen bezahlten Raum kommen, wie jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast zu hören.
Und was ich eben, warum ich jetzt diesen Podcast heute mache, diese Folge, ich komme jetzt gerade auch aus einem meiner Coaching-Calls, also wo ich, also aus meiner Abundance Mastery. Und ich merke, oder ich weiß es, das eine ist es, den Menschen zu sagen, was sie zu tun haben. Und ihnen auch das Konzept zum Beispiel von Positionierung zu erklären, das Konzept von Traumkunden erzählen, das Konzept von Verkaufen, wie Verkaufen geht, dass man Menschen mit Leichtigkeit anzieht. Dass das das eine ist, ja, aber das andere ist, es zu machen und sich so tief damit zu beschäftigen, dass das nicht nur auf der Oberfläche bleibt, sondern so tief durchdrungen wird und das so in deine Energie übergeht, dass du das spürst und es aus dieser Energie heraus sozusagen an deine Kunden weitergibst. Und ich liebe meine Programme, ja, ich liebe meine Abundance Mastery, weil wir da ganz, ganz viel auch shiften und ganz viel ist da nicht nur eben, dass wir Calls haben, sondern ich diesen Raum gebe, in dem man sich ausprobieren kann, ja, in dem die Menschen rausgehen und sich zeigen können und die Dinge, dass sie lernen, auch umsetzen können. Was ich aber so als Next Level selbst anbiete oder anbieten, nee, anbiete, weil ich gedacht habe, was wäre, wenn wir eine Woche genau diese Themen, Identity Shift, also wie shifte ich meine Energie von jetzt bis auf das, wie ich in meinem Business stehen will, wenn ich mich eine Woche damit beschäftige, in einer Umgebung, die so traumhaft ist, in der ich mein Higher Self, meine Millionärs-Identity spüren kann, leben kann und ich diesen Shift schon aufgrund von der Umgebung und von der Erlaubnis, dass ich da reingegangen bin, es shiften kann. Zum einen das, zum anderen, dass ich mir 7 Tage in der Tiefe mein Business anschaue, mein Business spüre, mein Next Level entscheide und wirklich das Produkt entwickle, nachdem ich meins jetzt überprüft habe und vielleicht muss das gar nicht was Neues sein, sondern es darf zunächst mal etwas sein, was du nochmal einfach mal expliziter machst, interessanter machst, anziehender machst, paar Dinge veränderst in deinem Produkt, dass die Menschen dir dieses Produkt aus der Hand reißen, ja, dass sie einfach bei dir sein wollen, weil sie einfach spüren, dass dieses Produkt so sehr zu ihnen passt. Und da, um das zu bekommen, also um das zu kreieren, braucht es deine Sicherheit, in dem erstens, wer du bist und zweitens, wer deine Traumkunden sind. Und aus meiner Erfahrung passiert das nicht über Nacht, das ist ein Prozess, aber wenn du 7 Tage lang dich damit beschäftigst, und du von gleichgesinnten, hochfrequenten Menschen Feedback bekommst, mit ihnen das besprichst, Mastermind-mäßig und gleichzeitig aber in dieser Leichtigkeit und Fülle bist, weil du vielleicht dich zwischendrin massieren lässt oder ins Wasser hüpfst, auf den wunderschönsten Inseln, der Welt. Ja, wenn du das machst, was für Impulse dann zu dir kommen können, das ist einfach unglaublich, ja. Also ich habe das selbst schon einmal erfahren. Ich werde euch gleich sagen, um was es geht, aber vielleicht habt ihr das schon auch gemerkt, um was es geht. Auf jeden Fall, das sind so die 2 Punkte. Und der dritte Punkt ist Verkaufen Next Level. Ja, das ist etwas, dass du immer wieder deinen Verkaufsprozess, den du hast, reflektieren darfst. Und das ist auch übrigens gekoppelt an deine Identity. Ja, es geht nicht um eine reine Strategie, sondern die Strategie entwickelt sich aus dem heraus, wie das Ergebnis deines Next Level Business ist und gleichzeitig auch, wie das
wer du bist, was zu dir passt. Und auch das, finde ich, kommt einfach oft zu kurz, weil wir uns nicht so viel Zeit dafür nehmen, das wirklich miteinander zu durchdringen. Und wir haben ja, du weißt, wir haben ja letztes Jahr, haben wir zum ersten Mal die Crystal Blue gemacht. Und dieses Jahr machen wir das wieder. Und ich habe sowas von Lust, diesen strategischen Teil mit reinzunehmen, mit dem energetischen Teil zusammen zu verbinden, mit dieser oder in dieser Umgebung, in der wir sind, mit diesen wundervollen Menschen, mit Menschen, die dich vor Ort auch noch unterstützen und in dieses Next Level Identity dich unterstützen, da reinzukommen, dass du das fühlst, dass du das spürst, über Breathwork zum Beispiel. Über auch, wir haben auf der Yacht haben wir eine Fotografin, wir haben eine Stylistin. Ja, das heißt, du wirst auf unterschiedlichen Ebenen dazu gebracht, beziehungsweise du wirst dich selbst dazu bringen, ja, dass du dieses fühlst und nicht aus deinem Kopf heraus kreierst. Und 7 Tage wird es einfach eine unglaubliche, intensive Reise sein, denn es gibt eben das eine dein Business und das andere aber du selbst. Ja, weil du selbst bist dein Business. Und jetzt stell dir vor, dass deine Energie sich so verändert, weil du in diesen hochfrequenten Raum kommst, in einer so krassen Umgebung, in der du gar nicht anders kannst, als die Impulse aus dem Next Level zu empfangen, dein Business mit dem so klar, so wirklich crystal clear, also kristallklar vor dir zu sehen und aus diesem State heraus deine nächsten Schritte zu machen. Boah, ich finde es jetzt schon, also das ist so jetzt gerade zu mir gekommen, weil ich wirklich merke und es so gerne möchte, dass wir nicht nur so ein bisschen da reingehen, sondern richtig, richtig tief. Und das heißt, die Crystal Blue wird dieses Jahr mehr als nur ein Retreat sein, sondern es wird vor allem eine unglaubliche Leadership Mastermind sein, die nicht nach der einen Woche aufhört, sondern wir auch noch nach dieser Woche Crystal Blue, auf der alles entstehen wird, auf der ganze Shift passiert, auf dem du dein Next Level Business kreierst, aus dem du übrigens, wir haben letztes Jahr solche Wunder schon auf der Yacht gehabt, dass Frauen auf der Yacht Verkäufe gemacht haben, ja, zum ersten Mal fünfstellig verkauft zum Beispiel. Oder wir haben eine Frau gehabt, die einen Monat später sechsstellig wurde, weil sie sich diese unglaubliche Erfahrung erlaubt hat und sie so gespürt hat, dass es zu ihr kommt, ja, dass es einfach ihres ist. Und ich wollte, und ich mache es dieses Jahr, dass wir eben nach dieser einen Woche einfach nochmal eine Mastermind hinten dran hängen, damit wir das, was dort entsteht, dass wir diese Energie darüber hinaus halten und du rausgehst damit. Wirklich rausgehst in die Welt, dass du das in die Umsetzung bringst. Du fängst schon an auf der Yacht, weil da wird es so viele Gelegenheit geben, dass du das, was du empfängst als Impulse, das, was du kreierst, wird auch so ein bisschen der strategische Teil auch mit dabei sein. Aber ich bin der Meinung, du bist deine beste Strategie. Das heißt, es geht erst um dich und dann um die Strategie, die aus dir heraus entsteht, die einzigartig ist, die zu dir passt, die deine ist. Ja, das ist total wichtig. Und dann aber darüber hinaus, wir gehen alle nach Hause, wir machen Integration und dann haben wir noch 4 Calls in dem Mastermind, wo wir uns austauschen, wo du die Unterstützung von mir bekommst, wo du die Unterstützung von der Gruppe bekommst. Und das gab es in dieser Form noch nie.
Und ich kann es jetzt schon an dieser Stelle sagen, also auf jeden Fall nächstes Jahr wird es keine Crystal Blue geben. Ich weiß nicht, ob es überhaupt nochmal wir machen werden, weil ich bin jemand, der total gerne Neues in die Welt bringt. Ich wusste, ich muss dieses Jahr noch die Crystal Blue machen, weil ich das mit diesem Part jetzt mit der Mastermind ergänze und weil ich spüre, dass das nochmal so viel mehr kreieren wird. Aber ja, und mir kommt jetzt gerade, ich habe mich mit einer Kundin letztes Jahr auf dem, auf der Yacht unterhalten und wir haben wirklich auch über Next Level uns unterhalten und da haben wir auch gesagt, die Crystal Blue können wir nochmal als Next Level anbieten, weil da noch so viele Schätze sind, die wir beim ersten Mal, weil wir einfach das erste Mal gemacht haben, noch nicht so entdeckt haben, aber jetzt durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, genau diesen Next Level einfach jetzt auf dieser Yacht reinbringen werden. Genau, und auf jeden Fall nach der Crystal Blue machen wir erst Integration, dann ist es Weihnachten und dann machen wir im Januar die Mastermind, 4 Calls mit mir, mit wundervollen Menschen. Und normalerweise gibt es das, so, ja, das, in dieser Form gibt es das nur in meinem VIP. Und du hast die Möglichkeit, wenn es dich zieht und wenn du sagst, oh mein Gott, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Diese Kombination zwischen einem Retreat und einem Online-Programm, zwischen Strategie und Energie, die Verkörperung, Shift von meiner Identity und dann auch noch, du bekommst wundervolle Bilder für dein Next Level Business. Das heißt, du kannst die nutzen für dein Social Media, du nutzt die für deine, ob es Reels sind oder ob das für deine Webseite ist. Und natürlich zusätzlich, was dazu kommt, weil da werden wir auch tief eintauchen, was du da alles drehen kannst, ja, an selbst für deine Reels oder welche Fotos du mit anderen machen kannst, die du später nutzen kannst und dich vor allem immer wieder in diese Energie bringen kannst, Energie der Fülle, Energie der Grenzenlosigkeit, schon dieser Blick nach draußen, ja, dieses Meer auf Malediven, das ist einfach unfassbar. Und wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, es zieht mich, es kribbelt, ich weiß, dass es was für mich ist, dann melde dich. Wir machen das nur mit Menschen, mit denen wir vorher gesprochen haben. Also es gilt wirklich nur auf Bewerbung, weil du musst dir vorstellen, dass wir eine Woche lang mit Menschen zusammen sind. Ich lasse die Menschen so nah an mich dran, wie sonst nur meine Familie. Das heißt, du lebst mit mir zusammen, mit meinem Mann und mit Menschen, die dich unterstützen. Das muss einfach gut passen. Und es ist nicht für jeden. Und ich weiß, es ist nicht für jeden. Aber ich weiß, für die, die richtig groß wollen, die für groß gehen, die es spüren, wo es kribbelt, für dich ist es. Es ist genau für dich. Und lass uns miteinander sprechen. Du kannst dich in einen Vision Call mit Stefan anmelden oder du kannst mir auch gerne schreiben, warum du glaubst, dass das für dich was ist, warum du Bock drauf hast. Dann fühlen wir und dann ja, fühlen wir die, ob das miteinander harmoniert und dann gehen wir den Weg zusammen. Das wird richtig, richtig Magic. Es sind schon Frauen da, Männer da, die, wow, also die, ich sag ja schon wirklich, also Menschen, die selbst diese hohe Energie mitbringen, wo, wenn du so ein Umfeld hast, ja, und du kennst den Spruch, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du zusammen bist, von denen du umgeben bist, da verändert sich einfach dein ganzes Leben. Ja. So, ihr Lieben, wenn du sagst, du hast Bock drauf, ich habe dir schon gesagt, schreibe uns, du kannst dich in einen Vision Call eintragen. Und wenn du sagst, ah nee, für mich ist es nicht, aber ich kenne jemanden, oh mein Gott, ich kenne jemanden, für den das was wäre, dann teile gerne diesen Podcast, schicke es gerne dieser Person, wenn du ihr dabei helfen kannst. Also ich sage immer, ne, es ist ja wachsen gemeinsam, ist immer schön und manchmal. Ja, manchmal ist es nicht für dich, aber es ist vielleicht für jemand anderen, an den du gerade denkst und du sagst, oh mein Gott, die hat sich das schon immer gewünscht. Also erstens diese Erfahrung auf Malediven, auf so einer Yacht vielleicht,
Und dann aber auch 7 Tage so intensiv und dann mit einer Mastermind von Menschen, die wirklich für groß gehen. Dann freue ich mich, wenn du das teilst und wenn du uns gerne Feedback geben willst, sehr, sehr gerne, wenn du uns eine Rezension schreiben willst, wenn dir auch dieser Podcast auch geholfen hat, gerade so der Teil, wo ich über den Content gesprochen habe, kannst du gerne uns auch schreiben. Wenn du Fragen hast, bin ich super froh auch, weil dann kann ich auch im nächsten Podcast drauf eingehen. Ich liebe es, für dich Content zu kreieren, deine Fragen zu hören, weil dann ist es immer also noch näher an dir dran und kann dir noch besser helfen. Auf jeden Fall, so, jetzt habe ich lange geredet, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf dich und bis bald. Ciao, ciao, deine Beate.